Vielen Dank. Der vor wenigen Wochen erschienene Social Justice Index der Bertelsmann Stiftung gibt alarmierende Zahlen aus. 118 Millionen Menschen in der EU, das sind 23,7%, sind von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Der Anteil der Working Poor, der Menschen, die trotz Vollzeitarbeit von Armut betroffen sind, ist auf 7,8% gestiegen. Jugendarbeitslosigkeit ist nach wie vor sehr hoch. Die soziale Ungleichheit innerhalb der Länder als auch zwischen den Ländern wächst. Und der Vorsitzende der Bertelsmann Stiftung kommentiert das wie folgt. Ein steigender Anteil von Menschen, die dauerhaft nicht von ihrer Arbeit leben können, untergräbt die Legitimität unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung. Und das ist wirklich alarmierend. Und die politischen Folgen, sie sind ja auch schon angesprochen worden, sind gravierend und bedrohen letztlich auch den europäischen Zusammenhalt. Ich glaube, es ist nicht nur die Folge falscher Politik auf nationaler Ebene, das spielt vielleicht auch eine Rolle, aber ich glaube, diese Entwicklung wird auch begünstigt durch die Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise, auf meines Erachtens falsche Reaktion. Und auch ist auch angelegt in der Architektur der Wirtschafts- und Währungsunion, zum Beispiel mit dem unsinnigen Maastricht-Kriterien. Die Europäische Kommission erkennt das Problem und versucht jetzt gegenzusteuern mit der europäischen Säule für soziale Rechte. Das hört sich ja sehr gut an. Mein Eindruck ist und meine Frage ist eigentlich, reicht das, was passiert? Und wenn man genauer hinschaut, erscheint diese europäische Säule sozialer Rechte wie ein Scheinriese aus einem Kinderbuch. Je näher man hinkommt, desto kleiner wird es. Und letztlich geht es um ein Leistungsscreening, um Indikatoren für ein Leistungsscreening von Mitgliedstaaten. Ich habe meine Zweifel, ob es ausreicht. Es ist keine klassische Konstruktion sozialer Rechte, wie zum Beispiel in der Europäischen Sozialcharta. Ich begrüße sehr viele Initiativen. Ich begrüße es auch, dass die Forderung aus dem Bericht, dass der Europäischen Sozialcharta beigetreten wird. Ich habe Zweifel, ob es ausreicht. Ich glaube, wir brauchen einen größeren Paradigmenwechsel, um zu einem sozialen Europa zu kommen. Vielen Dank.